Willkommen zurück zum dritten und letzten Teil unserer kleinen Serie über den Biolandhof Engemann in Eisen. Jetzt geht's um die Hühnerhaltung. Ihr Lieben, wir sind jetzt am Hühnermobil angekommen. Die Hühner warten alle hier auf Leckerlis, Salat und ein paar Kohlblätter. Gibt's hier. Alles wird wieder verwertet. Ui! Oh, Tomaten sind besonders lecker, okay. Das glaube ich. Ui, die haben Spaß hier. Auf dem Hof der Engemanns leben 250 Hühner. Sie dürfen sich die ganze Zeit über im Freiland aufhalten und werden alle 2 Wochen auf dem weitläufigen Gelände umgesiedelt. Hier befinden sie sich gerade unter den Himbeersträuchern. Da finden sie Schutz, können ihren Instinkten folgen, scharren, picken und nach Würmchen und Insekten suchen. Das tut nicht nur den Hühnern gut, sondern auch den Himbeersträuchern. Denn sie werden ganz nebenbei von Beikräutern, Gras und Schnecken befreit und natürlich düngen die Hühner auch gleichzeitig die Himbeeren. Zurückziehen können sich die Hühner in das sogenannte Hühnermobil. Dort finden sie Futter, Wasser und ihre Nester zur Eiablage. Also ich kann nur sagen, wer das noch nicht gemacht hat, das ist ein echtes Erlebnis, mal diese warmen Eier aus dem Nest zu holen und hier einzusortieren. Das ist ein richtig schönes Gefühl. So, jetzt füllen wir noch die Dinkelspelzen nach. Toll. Dinkelspelzen auch, ja. Ist der Spelz. Ist die Hülle, um das Korn ist, ne? Das wird abgeschält, damit wir dann Dinkelkörner oder Dinkelmehl daraus machen können. Ja. Und diese abgeschälten Schalen, die können wir hier als Einstreu verwenden. Ja. Das finden die Hühner super. Gehen immer zweimal am Tag zum Hühnermobil, einmal mittags und sammeln die Hauptmenge der Eier, so wie heute. Jetzt haben wir 175 Eier gesammelt von ca. 220 Hühnern und wir werden heute Nachmittag noch einmal hingehen und die restlichen Eier sammeln. Vielleicht sind es noch mal 15 bis 20, also ungefähr 190 bis 200 Eier legen die Hühner pro Tag und heute Nachmittag werden wir dann auch die Nestklappen schließen, sodass keins der Hühner darin übernachtet. Hier werden dann die Eier in einer sogenannten Sortiermaschine sortiert nach Größe und Gewicht in die Größen S, M, L und XL. Zuerst werden sie dabei durchleuchtet, um festzustellen, ob Eier beschädigt sind. Und danach werden sie sortiert, bevor sie dann im letzten Schritt gestempelt werden. Auf dem Stempel findet sich die 0 für die Biohaltung, die E für Deutschland und die Nummer des Betriebs. Jetzt können die Eier im Hofladen verkauft werden und jeder im Ort bekommt sein leckeres Frühstücksei von glücklichen Hühnern aus der Region. Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal für die bereichernde Zeit am Hof bedanken. Bei Bioland, bei der lieben Magdalena
und auch bei den herzlichen und lieben Menschen, die ich während meines Aufenthalts kennenlernen durfte. Ich habe wirklich viel gelernt, nicht nur über das biologische Landwirtschaften, sondern auch über das gemeinschaftliche Miteinander im Dorf Eisen. Es war eine sehr schöne Zeit und ja, ich hoffe, euch gefallen die Videos und ich kann auch nur sagen, Bio ist besser. Und deswegen, wer sich auch für die biologische Landwirtschaft genauso interessiert, wie ich das getan habe, der ist auch herzlich eingeladen an den Biohof nach Eisen. Und da einfach mal gucken auf der Website und Kontakt aufnehmen. Bis dann. Tschüss.